Was geht, ihr geilen Schittchen? Herzlichen Dank fürs Einschalten. Ja, und damit auch herzlich willkommen zu meinem allerersten Video. Oh, scheiße, ist das windig. Zu meinem allerersten Video auf diesem Kanal hier. Ich habe irgendwann ja mal versprochen, dass ich mal ein Video auf diesem Kanal hier hochlade, den ich ja mittlerweile schon seit 7 verdammt langen Jahren habe. Ja. Und ihr habt immer gesagt, hey, warum lädst du da mal nichts hoch und so weiter und so fort. Und jetzt dachte ich mir, alles klar, jetzt ist Weihnachten, jetzt bin ich gerade in meiner Heimatstadt. Jetzt mache ich mal was, ja. So, und bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch hochlade, habe ich mir gedacht, mache ich doch was, wovon ihr auch ein bisschen mehr habt. Und zwar einfach, wo ihr mich eventuell vielleicht sogar ein bisschen mehr kennenlernen könnt, ja. Denn, wie gesagt, ich bin gerade bei meiner Mom zu Besuch im wunderschönen, Kevela, ja. Ich bin in Kevela, in meiner Heimatstadt, gehört zum Kreis Kleve, liegt in Nordrhein-Westfalen, ganz, 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 ganz tief im Westen, ja. Also es ist von hier aus fast nur ein Katzensprung nach Holland rüber. Und ich befinde mich jetzt hier gerade, wie man so schön hören kann, mitten an so einer Landstraße, ja. Und von hier werde ich mich jetzt auf jeden Fall mal relativ schnell wegbewegen. Falls das mit dem Wind sehr stören sollte, tut mir furchtbar leid. Ich habe leider die Tage, die ich jetzt hier bin, geguckt. Und heute ist der einzige Tag, an dem es an Weihnachten mal nicht regnet, aber leider sehr windig ist. Von daher habe ich mir gedacht, scheiß drauf, heute machst du es, ja. Und ich werde mich jetzt mal so ein bisschen an die Stellen begeben, die so ein bisschen für meine Jugend hier ausschlaggebend waren. Also ich werde wohl noch zu meiner alten Schule fahren. Dann werde ich mal gucken, meinen Kindergarten, mal gucken, ob es den auch noch gibt. Den werde ich mir auch noch suchen. Und was noch? Ja, einfach, ich sag mal, Orte, an denen ich mich früher aufgehalten habe. Ja? So, und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal los. Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz meiner alten Schule, beziehungsweise meines Gymnasiums, wo ich hingegangen bin. Denn zum Kindergarten bin ich hier in Kevela, gegangen, ja. Zur Grundschule bin ich dann wiederum im Sauerland in Plettenberg gegangen und danach sind wir wieder nach Kevela gezogen, also ein ganz schönes Hin und Her alles. Und ja, ich zeige euch das mal ein bisschen. Das hier ist quasi der Parkplatz, ja. Mein Zuhause ist tatsächlich nur Luftlinie, 300 Meter von hier entfernt. Also das da vorne, ja, nicht, nein, da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Aber das ist so der Parkplatz. Da vorne ist ein Schwimmbad, da haben wir immer unseren Schwimmunterricht gemacht. Das hier ist die Turnhalle, wo wir immer hingegangen sind. Nostalgie, ja, Nostalgie pur. Hier bin ich immer zur Schule gefahren. Ich hätte eigentlich nicht fahren müssen mit dem Auto. Es war einfach, ja, man machte das halt so. Wenn man damals ein Auto hat, dann machte man das einfach, dass man damit auch zur Schule fährt. Und hier ist quasi der Eingang zur Turnhalle, ja, hier. Und hier wäre ich jetzt immer reingegangen, hier, guck mal, hier Stadt Kevela, bla bla, der Bürger. Die Turnhalle ist während der Weihnachtsferien geschlossen. Gut, okay, das, mir ist halt sowieso egal. Aber hier ist so immer der Gang gewesen, wo wir dann durch sind, ja. Und da vorne meistens direkt rechts rein in die Jungenkabine, eine weiter ist, glaube ich, die Mädelskabine. Und da haben wir dann immer in der Halle Basketball und Fußball gespielt und was weiß ich nicht alles. Es gibt tatsächlich, irgendwann ist auch eine neuere Halle gebaut worden, das ist die da. Da haben wir, glaube ich, auch nur ein paar Mal irgendwie Sport drin gemacht. Das war, die gehört, glaube ich, aber auch zum, wenn ich jetzt keinen Bullshit erzähle, aber ich weiß nicht, ob die nicht zur Realschule gehört, ich habe keine Ahnung. Das ist aber auch einfach viel zu lange her jetzt. Das ist mein Schulweg gewesen hier. Also vom Parkplatz aus, ja, da quasi den Schulweg entlang. Diesen Weg bin ich 13 lange Jahre lang gelaufen, ja, 13 lange Jahre. Und das hier ist der Sportplatz, da, wo wir immer unsere Bundesjugendspiele und so gemacht haben, wo ich dann immer dran teilgenommen habe und zumindest eine, ja, Teilnehmerurkunde bekommen habe. Also das sind noch echt Zeiten gewesen. Ich laufe jetzt diesen Weg tatsächlich das erste Mal nach, lass mich jetzt echt nicht lügen, 6 Jahren oder sowas. Also ich bin irgendwann, bin ich noch mal im Sekretariat gewesen oder so, aber das ist jetzt schon so lange her irgendwie. Da vorne steht noch so ein Klettergerüst. Da vorne. Das war allerdings jetzt nicht so meine Ecke. Und das hier ist die Rückseite des Kiosks.
das ist unser Kiosk gewesen, wo wir, ja, ich sag mal, jeden Tag, jede Pause sind wir da hingegangen und haben uns unser Zeugs geholt, also Zeugs, unsere Süßigkeiten. Hier in dieser Ecke, ja, in dieser Ecke stehen immer die bösen Buben, zumindest war es früher so, ja, die dann immer da geraucht haben und was weiß ich nicht alles. Und wenn du dann da vorbeigegangen bist und hast dann da hingeguckt, dann hast du direkt ein, hey, was guckst du so, irgendwie abgekriegt. Also das war sehr witzig. Und das hier, liebe Freunde, ist jetzt meine Schule, ja, das Kardinal von Galen Gymnasium. Ich kann es mal besser so zeigen, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, holy shit, Alter, hier hat sich in den letzten Jahren aber mal einiges getan, ja. Also damals sah der Bau noch ungefähr so aus wie, da vorne ist die Realschule. Das Gymnasium sah tatsächlich mal so aus wie die Realschule von der Bauart einfach her. Und das hier ist die Hauptschule. Da vorne ist der Eingang zur Hauptschule. Das ist einfach so ein Schulkomplex. Das ist ein riesiger Schulhof, wo tatsächlich drei Schulformen zusammen dann ihre Pause verbringen. Was natürlich auch immer mal wieder für Reibereien sorgen kann. Ja? Da unten ist der Fahrradkeller gewesen, ja, den ich natürlich nie benutzt habe, weil ich kein Fahrrad gebraucht habe. Aber die Schule, Alter, leck mich am Arsch. Die sieht ja komplett anders aus. Früher hatten wir diesen leuchtenden Schriftzug noch nicht. Und dass das komplett alles jetzt in Grau gehalten ist, das war damals auch noch nicht so. Das kann man noch hier unten gut erkennen. Also jetzt muss man ein bisschen auf die Autos hier aufpassen. Das kann man zumindest da unten noch erkennen. Da ist noch so ein bisschen von dieser alten Farbe zu erkennen, wie die Schule mal ausgesehen hat. Aber alter Schwede. Krass, ey, das ist ein abgefahrenes Gefühl, jetzt so nach Jahren mal wieder hier zu sein. Vielleicht habe ich ja sogar Glück und die Schule ist offen, dann könnte ich mal ein bisschen drin rumlaufen. Glaube ich aber fast nicht, ey, das wäre es jetzt noch. Wenn die jetzt noch offen wäre, wo jetzt sieht man mich gerade mal nicht, aber ist auch halb so wild. Hier ist der Schuleingang. Also hier bin ich jahrelang reingegangen. Ja, ist natürlich zu, war zu erwarten. Aber hätte ja sein können, dass hier irgendwie was am Start ist, dass man hier rein kann. Hier ist noch ein zweiter Eingang. Hier bin ich immer durchgegangen. Also unsere Pause, wenn man hier rauskommt, bin ich immer so gelaufen, so und bin da hinten. Da war immer so ein bisschen so unsere Ecke, sag ich mal. Und hier ist der Oberstufenraum. Kann man jetzt leider super schlecht was erkennen. Ich würde ja wirklich gerne mal reingehen. Nee, man kann leider kann man nichts erkennen. Würde ich super gerne mal reingehen und euch das zeigen. Vielleicht schaffe ich das ja irgendwann mal noch. Also das ist auf jeden Fall noch mein Ziel, dass ich das mal hinkriege, dass wir da mal zusammen reingehen können und ich euch mal ein bisschen das Innere der Schule zeige. Aber wie gesagt, es sind jetzt halt gerade Ferien, ne? Da kommst du natürlich nicht rein. Na, die machen wahrscheinlich auch gerade die Toiletten neu. Wird auch mal Zeit. Also zu meiner Zeit sahen die ja aus wie Hulle. Da oben übrigens ist eine meiner Klassen gewesen. Ich weiß nicht, wann das war, irgendwie so 7., 8. oder sowas ist da gewesen. Hier sind wir immer rausgekommen. Also so könnt ihr euch vorstellen, so sah die Schule früher wirklich aus. Also hier so mit diesem ganzen Gedöns da und also auch diese Sanierung, die hat die Schule echt wirklich mal vertragen können. Und da sind wir immer rausgekommen und hier ist noch so ein zweiter. Hier ist dieser Kompass, der sogenannte Kompass. Ja, da ist halt irgendwie so ein Stern auf dem Boden und hier habe ich quasi immer meine Pause verbracht. Der komische Tischtennistisch, der stand da, glaube ich, früher noch nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach zu lange her. Und im Sommer sind wir immer da auf die Bäume geklettert. Also nicht wir, beziehungsweise also ein paar aus meiner Klasse damals. Einer ist immer bis oben in die Kronen reingeklettert. Das war total krank. Dass der da nie runtergefallen ist, das grenzt echt an ein Wunder. Und man könnte jetzt theoretisch gesehen eigentlich auch komplett um die Schule einmal rumgehen. Aber dahinter ist jetzt nicht wirklich noch was Interessantes. Hier ist noch mein Kunstraum. Guck mal gerade hier, da, genau hinter mir. Da habe ich früher Kunstunterricht gehabt, der auch mehr oder minder interessant war. Und ja, das ist soweit mein Schulgelände. Ja? Also Realschule und so, da bin ich nie drin gewesen, ehrlich gesagt. Hauptschule bin ich auch nie drin gewesen. Aber ja, wie gesagt, also vielleicht schaffe ich es nochmal irgendwann, wenn ich bei meiner Mom zu Besuch bin und es sind gerade mal nicht Ferien, dass ich mal ins Sekretariat spaziere und mal frage, hier, wie sieht's aus? Kann ich nicht mal einmal noch so eine Runde durch die Schule drehen und dann kann ich euch mal zeigen, in was für Klassen ich gewesen bin. Vielleicht erkennen es ja auch viele, die jetzt das Video schauen, gehen vielleicht gerade hier auf die Schule oder eine von diesen anderen Schulen hier. Und ja, für mich ist das einfach
so ein Stück weit Nostalgie, jetzt nochmal hier gewesen zu sein. Und ja, jetzt gucken wir mal. Was wollte ich euch noch zeigen? Eine Pizzeria wollte ich euch noch zeigen, die ich immer sehr, sehr gut fand hier. Und die Shisha-Bar, wo wir früher mal gewesen sind. Also Kevlar hat ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu bieten. Ja, es ist einfach ja, eine mittelgroße Stadt. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal weiter und dann zeige ich euch mal den Rest. Wir sind jetzt hier im Stadtzentrum von Kevlar. Also das ist hier dieser riesengroße Parkplatz mitten vorm Rathaus. Hier, das ist das Rathaus von Kevlar. Und Trick 17 hier auf dem Parkplatz ist immer auf dem Sparkassenparkplatz parken. Denn da muss man nämlich nicht bezahlen, wisst ihr? So. Auch wenn ich jetzt nicht zur Sparkasse gehe, aber scheiß drauf. So, jetzt werden sich, ihr müsst wissen, Kevlar ist so ein, ich würde jetzt nicht sagen verschlafen, aber so ein bisschen, ja, also ich sag mal, gerade zum Wochenende hin treiben sich hier halt mehr so die etwas älteren Semester rum, ja. Und wenn ich jetzt hier so mit der Kamera durch die Stadt laufe, werden die Leute, also wenn ich das jetzt in Hamburg machen würde, ich würde das in Köln machen oder sowas, dann würden die Leute wahrscheinlich sofort merken, alles klar, hier, das ist wieder so typisch YouTuber oder sowas, weil das ist ja schon so ein bisschen bekannt. Aber jetzt, wo ich hier so rumlaufe, so, dann werden die Leute denken, so, was macht der denn da so? Ich werde hier auch gerade schon von allen Seiten angeguckt. Also das ist mega witzig hier. Ja, da vorne ist die Polizeistation. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man hier falsch parkt. Das geht super schnell, dass du sofort eine Knolle hast. Das da vorne ist der Müller, wo wir früher immer hingegangen sind. Und wenn irgendwie ein neues Videospiel oder sowas rauskam, dann haben wir uns das immer sofort da besorgt. Und das ist so der Anlaufpunkt Nummer 1 hier eigentlich. Weil bis auf ein paar andere Supermärkte und so, finde ich, gibt es hier in Kevlar nicht so wirklich viel. So, und ich finde, es hat sich in den letzten Jahren, seit ich hier aus der Schule raus bin, hat sich hier super, eigentlich sehr, sehr viel verändert. Es gibt mittlerweile auch einen Burger King hier in Kevlar. Also das jetzt schon seit kurz nachdem ich Abitur gemacht habe, also seit 2008 oder sowas. Jetzt muss ich mal die Hand wechseln, sonst wird die lahm. So, also gibt es auch schon was länger. Übrigens hier, ja, beste Mannschaft. ja, auf jeden Fall, jetzt gerade ist natürlich hier die Zeit angebrochen, wo die Leute hier alle ihre Einkäufe jetzt für Weihnachten noch tätigen, während ich jetzt hier rumlaufe und Videos mache. Und die Leute sich fragen, was tut der Idiot da? Da vorne ist hier die, das ist die Pizzeria Piva. Die ist auch relativ bekannt eigentlich. Das ist auch eine meiner ehemaligen Abiturienten, Kollegen, sag ich jetzt mal. Und das hier ist quasi hier, wo Kamst ist und so weiter und so fort. An diesem Punkt, das ist für mich so ein bisschen so der Mittelpunkt von Kevlar, weil hier ist die Einkaufsstraße, wenn man hier mal reinguckt. Also hier ist jetzt die Rückseite von Müller. Ja? Und da vorne geht es einmal komplett durch. Da geht es zum Bahnhof. Und ja, wo es da lang geht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mal so richtig. Und da vorne geht es eben zur, wie heißt die große Kirche nochmal? Basilika, glaube ich, oder sowas. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, weil das ist so Kirche und so weiter, wisst ja. Und da vorne ist eben auch noch eine, das ist eine komplett einmal eine durchgezogene Einkaufsstraße und mehr ist hier auch nicht. Also es ist wirklich ein ganz kleines, nicht Örtchen, aber ich finde so, dass es so, da es einfach nur diese Haupteinkaufsstraße gibt, finde ich, hier ist einfach nicht so viel. Und da vorne gibt es natürlich auch nochmal eine Apotheke. Aber gerade wenn man hier so shoppen will, sag ich mal, Klamotten oder sowas. Also was ihr hier richtig gut kriegt, sind Kreuze aus Holz und andere Sachen für die Krippe und sowas. Also weil, man muss dazu sagen, Kevlar ist ein rabenschwarzes Kaff. Also 98% katholischer Anteil hier. Das ist schon richtig übel. Vor allen Dingen für mich als noch eingetragener Protestant. Hier gibt es natürlich eine riesige Kirche für die Katholiken. Aber generell, wir Protestanten haben hier so ein richtig kleines Mongo-Ding. Ja, also der Wahnsinn. Okay, also ich bin doch noch nicht ganz fertig. Ja, ich musste mich jetzt mal aus der Fußgängerzone da entfernen, weil die Leute sind schon teilweise stehen geblieben. Also nicht, weil sie mich kennen, sondern weil sie einfach, ist keine Ahnung, das ist etwas, einfach die älteren Leute, die sich dann denken, was macht der da? Ist der vom Fernsehen oder sowas? Nee, aber hier bin ich jetzt in diesem, ich sag mal, auf dem
ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber das hier ist ein sehr krass verkehrsberuhigter Bereich hier in Kevela. Das ist so ein bisschen so der Hauptplatz hier. Da vorne bin ich vorhin übrigens rausgekommen von der Einkaufsstraße. Und das hier ist quasi dieser etwas verkehrsberuhigte Platz, wo, egal was ihr hier tut, Autos haben hier immer Vorfahrt. Egal was, nicht Autos, sondern Fußgänger. Egal was ihr tut, Fußgänger haben hier Vorrecht. Egal was ihr macht. Wenn ihr mit dem Auto hier langfahrt und einer stolpert nur leicht mit der Fußspitze auf die Straße, ihr müsst anhalten. Also das ist hier so krass geregelt. Man sieht es hier schön, wie sich das hier auch immer alles schön staut. Also ich finde es so nervig. Es gibt es erst ein paar Jahre hier. Auf der einen Seite finde ich es ganz gut, weil es eben wirklich in der Innenstadt hier ist. Aber auf der anderen Seite, sowas könnte man sich in der Großstadt jetzt gar nicht vorstellen, weil es einfach so... Ich meine, ihr müsst euch das mal angucken hier. Ja, hinter mir jetzt. Die bleiben hier einfach alle stehen und da vorne auch. Das zieht sich hier, weil einfach immer irgendwer von den Fußgängern meint, über die Straße noch schnell gehen zu müssen. Aber das Problem ist ja, dass sie halt hier eben auch Recht haben, ja. Also ich finde es persönlich total bescheuert. Da vorne ist noch ein Rewe. Hier geht es auch noch gar nicht mal so ewig lange. Und ansonsten, hier ist noch eine Kirche. In der Kirche haben wir damals, als ich Abitur gemacht habe, habe ich quasi meinen Abschlussgottesdienst gehabt, ja. So, und ansonsten war es das schon wieder so ein bisschen. Ne? Da vorne ist schon wieder das Rathaus. Also ich bin jetzt einmal so ein bisschen im Kreis gegangen. Viel mehr Interessantes ist hier in Kevela, bis auf den Bahnhof oder so, aber jetzt auch nicht wirklich. Und von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, ich habe euch jetzt meine Schule gezeigt, habe euch ein bisschen was von der Innenstadt gezeigt. Das nächste Mal versuche ich auf jeden Fall, wenn hier nicht mehr Ferien sind, beziehungsweise wenn hier keine Ferien mehr sind, werde ich mal versuchen, dass ich irgendwie mich mit der Kamera so ein bisschen in die Schule reinschleichen kann, weil ich würde euch unheimlich gerne mal meine alten Klassenräume zeigen und wie die Schule so von innen aussieht. Und von daher würde ich jetzt einfach sagen, ich habe mich mega gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Also für mich ist das so ein bisschen, jemandem meine Heimatstadt zu zeigen, ist schon was Besonderes. Und von daher, ja, bedanke ich mich einfach recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Haut einfach in die Kommentare, wie ihr es fandet oder wenn ihr noch irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, haut einfach in die Tasten. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, boah, die macht das doch auch mal auf dem Kanal, mache ich super gerne. Also ich habe noch ein paar andere Videos für euch jetzt. Da habe ich so ein paar Gegenstände aus meiner Kindheit, die wollte ich euch noch vorstellen. Und ansonsten, vielleicht das ein oder andere Mal, wird hier sicherlich auch gekocht werden. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, hier in Städtchen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!